Aktienlust on Tour. Während Mick Knauf auf dem deutschen Wirtschaftsgipfel in Frankfurt einige prominente Gäste auf der Couch hatte, weilte ich auf einem Lesertreffen in München. Gleich mehr hierzu auf Aktienlust TV. Herzlich willkommen bei Aktienlust TV zu einer neuen Börsenwoche. Ja, letzte Woche am Wochenende war Aktienlust auf Tour. Ja, Mick Knauf, zu dem ich gleich nach Frankfurt auf das Parkett schalte, war am deutschen Wirtschaftsgipfel in Frankfurt und hat dort einige prominente Gäste vor der Linse gehabt. Dazu gleich mehr, wird er sicherlich einiges zu berichten haben. Und ich war mit unserem Partnerverlag aus Bonn, dem Investorverlag, zu einem Lesertreffen in München, auch zum Auftakt des Oktoberfestes im Einsatz. Und das ist für mich immer so ein sehr, sehr guter Stimmungsbericht. Ja, wie ist die Stimmung am Markt? Wie sind die Leser, die Anleger drauf? Wie ist da die Stimmung? Und es ist immer wieder erstaunlich, dass vor allen Dingen Angstthemen immer noch sehr, sehr starken Zuspruch in Deutschland haben. Also es gab auch ein vergleichbares Lesertreffen von anderen Publikationen und da war das Thema Gold immer noch ein heißes Thema. Ja, es gibt nach wie vor sehr, sehr viele Investoren in Deutschland, die wirklich Angst haben vor wirtschaftlichen Zusammenbrüchen, vor Katastrophen und die ganz, ganz klar auf Gold schwören und sich hier sicher fühlen. Und da ist fast das Interesse an nachlassenden Kursen beim Goldpreis überhaupt nicht da. Also ich meine, der Goldpreis, wenn wir mal den Chart uns anschauen, der ja in der Spitze 2011 fast Kurse von $2000 erreicht hat und aktuell bei $1200 notiert, also deutliche Minus, das empfinden viele Investoren, die auf Gold und Edelmetalle setzen, gar nicht als Verlust. Das müsste man sich mal bei Aktien vorstellen, da wäre das Geschrei groß. Aber hier Edelmetalle, das ist physisch, das liegt im Tresor oder man hat Goldminenaktien und hofft eben daraus, wenn es mal knallt, dass man da auf Nummer sicher geht. Ich habe ja da eine ganz klare Meinung dazu. Man sollte Gold nicht religiös irgendwie sehen, sondern man sollte es wirklich technisch orientieren. Und wenn man sich hier eben den Chart anschaut, dann sieht man eben, ein wichtiger Widerstandsbereich bei $1365, das ist noch ein gehöriger Weg dahin. Erst wenn der Goldpreis da wieder mal drüber steigen sollte, wird für mich persönlich Gold wieder interessant. Das haben wir natürlich für Sie ebenfalls auf dem Schirm und werden da immer wieder mal darauf zu sprechen kommen. Aber jetzt erstmal zum aktuellen Börsengeschehen und zur Entwicklung im DAX. Und da schalte ich natürlich wie immer zu Mick Knauf ans Frankfurter Parkett. Ja, lieber Mick, der DAX hat sich ja ordentlich erholt im Wochenverlauf, 12.400 Punkte wieder erreicht. Ist da der schlechte September schon gegessen oder was erwartest du? Ja, wir liegen heute am ersten Handelstag in der frischen Börsenwoche circa bei 12.386 Punkten, Jung. Ja gut, mag aber auch daran liegen, wir hatten ja letzten Freitag dreifachen Verfallstag und heute und morgen wird sich dann tatsächlich so ein bisschen der Weg weisen, weil wir suchen natürlich ganz klar nach Anschlusskäufern. Letzte Woche scheint man sich da tatsächlich eher rund um die Region von 12.400 wohlgefühlt zu haben. Heute wird sich zeigen, ob wir auch die wahren, die echten Bullen innerhalb des Marktes haben. Ja, die Amerikaner haben ja gut vorgelegt, der Dow Jones ja letzte Woche mal wieder mit Rekordergebnissen und das ja nicht nur der Dow Jones, sondern bei Zeiten auch der S&P 500 und die Nasdaq laufen ja in den Vereinigten Staaten tatsächlich wie geschnitten Brot. Wie gesagt, für uns heißt es jetzt heute und vor allen Dingen dann morgen auch zu schauen, welche Richtung wir einschlagen. Das Thema Korrektur hat sich ja nicht so richtig bewahrheitet. Gut, wir sind zwar mal unter die Marke von 12.000 gefallen, wir lagen natürlich im Hoch bei 13.500, da sind wir immer noch ein bisschen weiter von entfernt, muss ich sagen, aber so manch ein Marktanalyst, mal Beobachter oder Investor hätte auch ganz gerne Kurse mal gehabt rund um die Marke von 11.7, 11.5 oder 11.3, damit man halt eben da noch mal günstiger einsteigen konnte. Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Naja, der Monat September hat es ja an der Börse meistens auch immer in sich. Ja, das hat sich so ein bisschen bewahrheitet. Ganz ist es nicht aufgegangen. Wie gesagt, der DAX hat sich ja dementsprechend dann noch mal wieder gefangen. Wie immer an dieser Stelle, was steht in dieser Woche auf der Agenda? Worauf müssen die Anleger achten? Ja, die FED-Sitzung in diesem
dieser Woche dürfte ja da eine besondere Rolle spielen. Diese Woche ganz klar, da schauen wir natürlich auf die Federal Reserve, auf Jerome Powell. Da geht es ja um den nächsten weiteren Zinsschritt der Fed in Amerika. Da liegt man ja dann bei einem Niveau von 2 bis 2,25. 8 Schritte hat man jetzt vollzogen seit dem Jahr 2015, aber immer wieder auch sehr, sehr ruhig, sehr bedacht, sehr behutsam, muss man sagen. Vor allen Dingen sehr kommunikativ, sodass die Märkte, die Marktteilnehmer auch immer rechtzeitig, langläufig darauf eingestellt worden sind. Also da kann man der Fed sicherlich keinen Vorwurf machen. Generell hat man sich ja auf die Fahnen geschrieben, dann irgendwann bei einem Leitzins von 3% das Ganze auch mal zu beenden. Das könnte dann im Jahr 2019 der Fall sein. Spannend wird natürlich die Aussage von Jerome Powell, wie es denn ausschaut, ob wir auch im Dezember einen weiteren Zinsschritt sehen. Ja, ansonsten schauen wir natürlich nach Italien. Da haben wir ja großen Haushaltsstreit. Der aktuelle parteilose Finanzchef Giovanni Tria, ja, der versucht natürlich ganz klar, seine Pflichten gegenüber Brüssel halt eben auch einzuhalten, weil natürlich die EU sagt, ihr habt hier dementsprechend natürlich euch an die Regeln zu halten, während natürlich viele gewählte italienische Vertreter sich wünschen würden, dass halt eben die Kasse in Italien massiv aufgemacht wird, um halt eben die Wahlversprechen bei den Wählern auch dann zu bestätigen. Aber da scheint Giovanni Tria tatsächlich eher auf dem Pfad zu sein, dass er sagt, nein, ich möchte hier keinen Stress, keinen Ärger mit der EU haben. Also dieses Thema dürfte uns auf jeden Fall bewegen. Dann haben wir ja seit heute klar die Indexneuordnung in den einzelnen Segmenten, ob DAX, MDAX, SDAX oder auch TechDAX. Ja, seit heute sehen wir halt eben Wirecard innerhalb des DAX. Also das sieht also für die Wirecard-Aktie heute relativ freundlich aus, muss ich sagen, liegt mit unter den Top 3 Gewinnern. Ja, und in Zukunft müssen sich die Marktteilnehmer auch ein bisschen darauf einstellen, dass solche Werte wie halt eben gerade aus dem Technologiesektor, ob Infineon, die Deutsche Telekom oder SAP, nicht nur im DAX zu finden sind, nein, die sind auch im Tech-DAX zu finden. Ja, und der MDAX wird ja aufgebohrt von 50 auf 60 Werte, der SDAX sogar von 50 auf 70 Werte. Und das Ganze tritt heute dementsprechend dann auch in Kraft. Ja, ansonsten haben wir natürlich diese Woche dann auch ein großes politisches Treffen. Ende der Woche trifft die Bundeskanzlerin Angela Merkel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Da ist ja auch jede Menge Zündstoff drin. Also auch das sollten natürlich die Börsianer auf der Uhr haben. Und dann haben wir noch ein paar Zahlen. Ja, die Q4-Zahlen von Nike kommen. Das könnte natürlich durchaus interessant werden, vor allen Dingen für den Wettbewerber, natürlich für Adidas. Dann haben wir Zahlen von Hella und von Borussia Dortmund und am Freitag dann zusätzlich halt eben auch nochmal Aufsichtsratssitzung bei VW, bei Volkswagen. Da dürfte es hauptsächlich um die Personalie von Rupert Stadler gehen. Der sitzt ja aktuell in Untersuchungshaft. Schauen wir mal, was der Aufsichtsrat von Volkswagen dann dort beschließen wird. Ja, und einen Mann dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen. Ja, Jürgen, wir wissen ja, Donald Trump, der US-Präsident, und das haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen immer wieder auch leidvoll an den Börsen mitbekommen müssen. Der ist und der bleibt unberechenbar. Also das Thema Handelsstreit, Handelskrieg mit China ist ja noch lange, lange nicht ausgeschieden. Ja, und dann warst du ja am Samstag auf dem Wirtschaftsgipfel in Frankfurt und hattest einige prominente Gäste auf der Couch. Ja, in der Tat, es war am vergangenen Samstag hier in Frankfurt großer Wirtschaftsgipfel Deutschland. Auch mit einigen hochkarätigen Politikern waren wir natürlich von der Aktienlust mit dabei, haben dort einzelne Interviews gemacht, haben die Herren und Damen halt eben mal befragt, was da momentan halt eben in der Bundesregierung los ist, ob es nicht drängender wäre, sich tatsächlich mal um die großen Bereiche der Digitalisierung zu kümmern. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Wohnungsnot in Deutschland, aber natürlich auch Altersarmut, wie die Bundesregierung da tatsächlich mit umgehen könnte. Ja, ich hatte Hochkaräter auf der roten Couch sitzen, so zum Beispiel den ehemaligen Ministerpräsidenten Hessens, Roland Koch, der ja aktuell der Vorsitzende des Aufsichtsrats bei der UBS ist und Mitglied des Aufsichtsrates bei Vodafone. Dann hatte ich den Kollegen Schäffler von der FDP, den Freien Liberalen, zu Gast, aber auch
Dr. Dietmar Bartsch von den Linken. Ja, und auch das ein oder andere kleine Start-up, was wir da beleuchtet haben. Also für alle die, die sich dafür interessieren, für Politik und vor allen Dingen, wie die Politik denn gerade halt eben auch mal mit dem großen Thema Aktien umgeht. Ja, da wird man jetzt in den nächsten Tagen einiges auf der Aktienlust finden. Ja, herzlichen Dank, lieber Mick, wieder für deine Ausführungen. Da dürfen sich ja unsere Zuschauer diese Woche auf jede Menge neue Videos freuen. Bitte immer wieder hier einschalten, nachschauen. Da wird in der Woche noch einiges zu sehen sein. Wie immer jetzt an dieser Stelle werfen wir auch noch mal einen Blick eben auf die wichtigsten Indizes. Und was ja in der letzten Woche da stattgefunden hat, das war eine Art Branchenrotation. Ja, während die Standardwerte im DAX, im Dow Jones angezogen haben und sich deutlich von ihren Ständen vor einer Woche absetzen konnten, gab es im Technologiebereich durchaus weitere Konsolidierungen, was ich persönlich für sehr, sehr gut erachte, weil wenn ein Markt ja rotiert und eigentlich seine Überbewertungen immer mal wieder branchenweise abarbeitet, ist das deutlich besser, als wenn ein Markt in Gänze nach oben strebt und dann kommt es wie immer zu einer harten Landung. So, es gibt Branchen, die haben ordentlich korrigiert. Denken Sie an die deutschen Autobauer, denken Sie an Aktien wie Bayer oder eben auch vor kurzem die ganzen Konsumgüterhersteller, die ja allmählich wieder Fuß fassen. Hier wird wieder investiert und das sehen wir eben auch an den Indizes. Fangen wir mit dem DAX an. Und Sie sehen es hier, also der hat natürlich wirklich diesen Unterstützungsbereich bei 11.800 bis 12.000 Punkte mehrfach jetzt getestet, hat sich jetzt deutlich auf 12,4 abgesetzt. Hier lauert jetzt der Widerstand der 200-Tage-Linie, dann auch noch ein paar horizontale Widerstände, 12.500, 12.600 Punkte gilt es da zu überwinden. Aber immerhin hat er sich wieder etwas Luft nach unten verschafft. Ja, der Dow Jones hat sogar letzten Freitag ein neues Allzeithoch markiert, 26.743 Punkte aktuell. Also das sieht wirklich sehr, sehr gesund aus mittlerweile. Natürlich, das wird jetzt auch nicht in einem Zug nach oben durchgehen, aber von einer Korrektur oder gar einem Crash, einer Bass sind wir definitiv weit entfernt. Auf ganz gesunden Füßen steht man hier und strebt wohl Richtung Jahresende, Richtung 27, vielleicht auch 28 Punkte. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Im Gegensatz dazu eben im Nasdaq eine kleine Konsolidierungsphase wieder. Wie gesagt, auch die Schwergewichte, die Fangaktien fangen allmählich an, etwas zu korrigieren. Wurde auch höchste Zeit, dass hier auch mal wieder Gewinne mitgenommen werden. Aber trotzdem ganz solider Aufwärtstrend, der sich da etabliert hat. Hier denke ich, dass wir noch eine Woche, zwei, vielleicht bis zur Berichtssaison uns noch ein bisschen gedulden müssen, bis hier die Märkte wieder Fahrt aufnehmen. Auch der TecDAX zuletzt eben etwas unter Druck, lag natürlich auch am Schwergewicht Wirecard. Man hat ja im Vorfeld der DAX-Aufnahme erstmal Wirecard wirklich nach oben gedrückt, nach oben gespielt. Andere TecDAX-Mitglieder, die jetzt in den MDAX aufgestiegen sind, ebenfalls. Jetzt gab es eben mal auf breiter Front auch Gewinnmitnahmen. Deswegen ist der TecDAX jetzt auch wieder deutlich zurückgekommen Richtung 2.800 Punkte. Aber auch hier dürfte eigentlich irgendwann in den nächsten Wochen bis zur Berichtssaison einfach die Bodenbildung stattfinden. Dann können wir uns hier wieder mal näher umschauen. Das war's von der neuen Börsenwoche für Sie. Demnächst hier wieder mehr auf Aktienlust TV. Ihr Jürgen Schmidt.